bisschen deine erste Liebe Sandra. Nochmal grüß dich. Hallo, schön dich zu sehen. Eine ganz, ganz lange und liebe Stammkundin von mir. Ja, ich kenne dich schon fast seit Studio gibt. Ja, voll. Da warst also 2007, 2008 bist du schon reingestolpert. Ja. Fesch wie immer. Früher knallrot, damit haben wir noch wenig, haben wir Videos noch schon gemacht, wo du noch diese ganz alten Haare hast unten. Ja, ja, da war dann die Pausenzeit bei dir, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ja. Aber egal, dafür haben wir jetzt ja da. Wir holen das nach. Yes! So, meine Liebe, Bauchnabelpiercing. Du hast es, glaube ich, schon dreimal gehabt oder zweimal? Ja, nee, einmal? Dreimal wirklich? Ich glaube schon. Du weißt von mir geraten, aber es stimmt. Hat wirklich gestimmt. Ich weiß nicht, wie viele ich dir gemacht habe, wahrscheinlich über 20? Nein, über 30. Über 30. Aber trotzdem noch eins. Ein bisschen, aber nervös. Ja, das ist ja schon so lange her. Ja, es ist einfach so, dass man einfach. Nee, auf dem Alter. Also ganz viele Kunden sagen zu mir auch, dass sie, obwohl sie so 20, 30 Lehrgang haben, oder auch viele Tattoos, dass sie merken, wenn sie älter werden, werden sie nervöser vor den Sachen. Als wenn du jünger bist. Jünger sagst du, okay, was piercen, geh ich schon, hau rein. Ja. Und wenn man dann älter ist, dann denkt man halt viel mehr drüber nach. Ja, richtig, so ist es. Vor allem, wenn man dann auch schon Kinder hat. Okay. Wenn man selber keins mehr ist. Ja. Habe ich Kinder? Ja. Du hast drei, oder zwei? Zwei Jungs, ja. Ja, wir haben Trab. Na, aber dann sind die Action, oh, oder du wirst es schon schaffen. Ja, wir sind zwar lebhaft. Aber das ist schon so. Lebhaft ist das nette Wort für Fahrens auf der Linie. Ja, wir haben das sagst du? Und, nee, wir haben irgendwie, also bei uns, beide waren auch immer schon echt in Action. Also auch wenn wir Abendessen waren und so. Und wenn man am Anfang das nicht gewöhnt ist, finde ich, dann ist man voll gestresst, wenn das Kind hat und irgendwie einfach sich bewegt oder aufsteht im Restaurant und läuft. Und wobei das super normal ist. Aber wenn man ein Nebenkind hatte und dann noch damit älter ist und dann entsprechend Restaurants ist, dann denkt man sich so, ach, was denken die anderen Leute? Und letztlich denken sie eigentlich gar nichts. Oder, und wenn, ist es wurscht, weil mich haben auch genug Kinder gekillt, als ich ein Restaurant werden wollte. Und jetzt ist halt so, jetzt haben meine Kinder mal jemand. Das ist Leben, das ist der Zyklus. Aber du musst es in die Birne kriegen, um zu relaxen als Eltern. Genau. Das könnte ich den Job auch gar nicht machen. Nein, das war gut. Ja, gut, du trotzdem als Kindergartentante ist ja trotzdem, darf man immer sagen. Ne? Pädagoge. Also Kindergartentante. Pädagoge. Wollen wir streiten? Gut. Also. Ich jetzt stehen da. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt Arbeit, ne? Das trennt man halt. Das sind wir. In der Arbeit kannst du das Ganze irgendwo ertragen und wenn es dann privat ist, ist es trotzdem anders. Ne? Wobei ich davon von Erziehungstechnischen geht man vielleicht doch ein bisschen vielleicht mehr noch auf, oder? Geht ein bisschen besser mit dem anderen. Ja, das schon. Aber klar, die eigenen Kinder sind halt die, die auch auf Knopfdruck die Rakete zum Starten bringen. Ne? Das ist halt einfach ja, das ist schon. Das ist so ein fremdes Kind. Einfach anders. Das eigene macht irgendeinen Ding, steht auf dem ja, Kopf, und dann geht genau. So raus. Und welchen Punkt oder welchen ja, Punkt muss ich genau. Machen? So. Aber es war bei uns ja nicht anders. Ja. So. Geht echt an die Mama. Ja, gut, danke. Mal die Grüße von mir. Ja, und zwar, ich habe ja durch die zwei Schwangerschaften jetzt ganz viele Risse am Bauch und dieses Tier da. Ich würde das gerne verdecken. Ja. Schlimm, aber. Frau, dass ich ja, also an alle, die Risse haben am Bauch, man kann sich trotzdem am Bauch noch ein bisschen ja, machen lassen. Genau, du musst ja sagen, du hast ja auch super abgenommen wieder. Ja. Und alles, ich sage so, ich mag das Thema einer Aufgabe, dass du sagst, ja. Ich habe auch Frauen, die haben 120 Kilo auf der Uhr und wirklich, keine Ahnung, da ist nur noch Bauch. Und kein Piercing, dann sieht trotzdem schön aus. Und die Frau freut sich und im Spiegel sagt, oh, ich habe auch ein bisschen. Ja. Und der Mann freut sich auch. Ja. Und dann habe ich die Skinny Bitch mit 40 Kilo auf 1,70 Meter und die hat einfach so ein bisschen, die freut sich auch. Ja. Aber dazwischen, why not? Also genau. Jede Bier gefällt und das Kaschieren ist eben das Thema, schau das Spiel kurz an. Also was kriege ich hier weg? Ich kriege, die Kugel liegt hier oben drauf, das hier, diese Fältchen, überdecken wir natürlich ein bisschen mit der oberen Kugel. Mhm. Ich kann dir jetzt aber nicht auf Wunsch, weil du die Sandra bist, sagen, ja, Marc, schließ mir genau an die Falte, weil dann steche ich es mir zu lang, zu hoch. Und dann haben wir genau das Problem, dass wir eigentlich einen Scheiß zusammenstechen. Ja, genau, das ist so. Und
hier sieht man eh noch, ja, noch. Und es ist wirklich so, ich habe es gestern wieder bei der Runde gemacht, mit ähnlicher Bauchkonstellation. Die gucken Spiel sagt, oh, geil, jetzt freue ich mich wieder, mein Bauch ist wieder, das Kumpel passt und das Auge guckt einfach dann mal. Vor allem, ich habe letztes Jahr eine Operation am Bauch und deswegen hat sich mein Bauch nach ja, ja, ich kenne das Kuschen, die blasen dann auch viel auf und dann meistens verwechselt sie. Ja, genau. Alles. Und jetzt, da freue ich mich auf das Bauch noch ein bisschen, dass wir das noch so ein bisschen abrufen. Yes. Also haben wir Stand mit Weiß, oder? Ja. Gold darf ich ja noch nicht, oder? Das kommt erst noch so. Also echt Gold würde gehen, aber es wird dann teurer Spaß. Aber wird normale Titan machen, weiße Steinchen, Glitzerweiß, passt am schönsten zum so lange mit meinen Haut. Nein, nicht so lange. Ne, auch schön und passt dazu gut. Dann können wir in 6 Wochen machen wir weiter. Denk mal die Klammer her. Sag mal, dieser Tattoo-Statement, das war doch mal richtig krass türkis, oder bin ich blöd? Türkis? Also der Mann war doch nicht mal richtig türkis. Sind die auch ausgeblichen oder wie ist dein Gefühl? Nein. Weil der Karpfen war doch auch dumm, ey. Das ist wirklich zu geordnet. Das ist. Ja, ich finde schon, dass die Farbe ein bisschen, dass die ein bisschen ausgeht. Nein, es ist ja bekannt, dass Farbe die Tattoos aufmachen. Aber schon. Nee, ich weiß, weil Fabi. Samstag gehe ich wieder tätowieren. Nachstecken oder neu? Nein, da dazu. Zu. Ja, du bist eigentlich auch schon fast Full Body, oder? Ich meine, da Oberschenkel hast du dann was falsch, da auch noch ein Ding. Aber glaubst du, du bist in 10 Jahren kaum gefallen, oder? Ja. Ich bin jetzt schon fast voll. Na, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 100.000 Euro gebe, sagst du, okay, was auf jeden Fall noch für 10.000 Euro gleich dazu, wirst du alles fertig machen oder du sagst, nee, ich brauche Zeit. Ja. Es gibt, ich habe schon Kunden, die sagen, wenn mir einer 10.000 Euro gibt, mache ich mir Non-Stop-Termine und geht drei Wochen und so. Das habe ich ja kein Highlight mehr. Also, du machst es schon so als Belohnung immer mal. Nee, es gibt auch Leute, die würden am liebsten alles sofort haben. Also, na, ich würde. Sie das genießen. Sie. Ich bin eine Genießerin. Ja, ich finde, das ist auch oft so mit solchen Sachen. Ich finde es auch so schön, wenn man so Sachen schwanger ist. Ne? Man hat dann eine Vision, man freut sich drauf, dann kommt es irgendwann, machst einen Termin, dann freut sich auch, dann gehst hin, dann entsteht es. Das ist, finde ich auch schön, wenn man es mit dem zelebriert. Aber wie gesagt, es gibt dann auch so Leute, die fallen so rein in was, die sagen, wenn es geht, und die gleich alles komplett machen. Nein. So, dann mit 17 angefangen. Warst du eigentlich irgendeins? Ich weiß. Unabhängig davon, dass es Leute gibt, die dir vielleicht als einer oder andere so gemacht haben wie du, ohne da jetzt näher drauf einzusprechen, das kann ich vielleicht ärgern, das hat irgendjemand auch so gemacht. Das ärgert mich. Das ärgert einen, weil du wirst halt echt quasi die Copy klauen. Ich habe es gestern der Kunden erzählt. Wirklich? Ja, weil das ist ja immer noch ein Zweig, da brauchen wir nicht mehr tun. Aber. Aber acht gleiche. Ja, ich weiß. Aber sonst, du sagst es nicht bei mir, einmal sagst du, das ist jetzt scheiße oder mir gefällt es irgendwie. Nein, mein erstes vielleicht, aber das ist eher überdeckend. Aber Kameras hast du nie gemacht, okay? Bis jetzt? Sehr gut. Nein. Die Leute machen dann meistens, das Problem ist, wo ich es Bild kriege, ist bei mir, die hat immer ihren Namen auch. Also irgendwie Namen von einer Freundin, die keiner mehr ist, oder von einem Freund oder Dings. Okay, ja. Da haben wir noch einen. Aber das stimmt ja auch nicht? Nein. Du musst einfach nur einen Fisch kaufen, den so nennen. Das hast du schon kurz. Wenn du eine Frage hast, sagst du, mein Fisch heißt so. Brauchst du nur die richtige Geschichte dann, oder? Super. Sag aber so Spitzname von der Piercer. Ja, da war jetzt nichts. Gut. Und durch? Ja. Was? Ja. Aber jetzt habe ich das ganz kurz schwingen. Jetzt muss ich mal rausziehen. Deine Augen sind so schön, ich kann mich immer wieder drin verlieren. Hast du es jetzt echt schon gesehen? Ja, stop. Ich mach den Schmuck schon rein. Schau. Hast du nicht gespürt? Krass. Okay. Oh, was ist mit dir los? Was ist mit mir los? Also, ich bin natürlich der Beste. Ja, das wissen wir nicht. Nee, ganz ehrlich, mit mir ist nichts los. Ich glaube, also wenn wir jetzt sagen. Jetzt muss ich nochmal kommen. Also, wenn wir jetzt sagen würden, pass auf. Als du selbst, als du das erste Mal gestochen warst, du warst wahrscheinlich einer meiner ersten Kunden, du hast wahrscheinlich zu den ersten 100 Kunden gehört. Aber selbst da würde ich sagen, war ich gleich versiert schon von der Schnelligkeit von allem. Ja, aber es ist einfach so, glaube ich, mittlerweile,
dass man halt jetzt was jetzt hat, alles ist, wir sind so miteinander im Gespräch. Ja. Und dann habe ich, das habe ich halt noch mehr drauf als früher, dass ich die Leute einfange und irgendwas und dann gucke ich, wann du gerade aussammelst, dann stelle ich das. Und das ist halt noch vielleicht noch besser. Früher war ich dann schon ruhiger, dann stelle ich ihnen das gar nicht mehr. Nein, ich finde, du machst es also immer schon toll, weil sonst wäre ich ja nicht immer gekommen, oder? Ich sollte mal auch, davon sollte man ausgehen, ja. Nein, du hast auch welche nicht immer gekommen. Und ich komme aus Niederösterreich. Ich war extra über eine Stunde zu dir. Eine Stunde, sondern. Ja, schon. Andere fahren. Auf ihre Hilferstraße. Andere pilgern hierher über Tage. Ja. Und? Nur meine krassesten Kunden ist einer aus also Ägypten hatte ich jetzt gefunden. Dann habe ich eine aus Neuseeland, das ist eine Österreicherin, die ist ausgewandert. Mhm. Und die hat mich dann gesehen bei YouTube und hat gesagt, wenn das nächste Mal in Europa ist. Dann habe ich die Stadtführerin aus Korea, die ist nach Korea gezogen und die kommt auch immer, sie also macht dann echt so 3 Wochen Urlaub und macht dann bei mir so mindestens 6, 7, 8, 4, 6 immer wieder neue Sachen fragen. Die macht was raus, das ist der alte Stadtführerin von früher auch. Also ich habe schon Kunden, die wirklich, aber auch wirklich Kunden, die wirklich noch nie hier waren, die uns im Internet sehen bei YouTube, sind dann meistens auch so krasse Intim-Piercing-Sachen auf und die sehen das und sagen, zu dem gehen wir. Wien ist geil, die fliegen dann hierher und machen durch Urlaub zu ihnen. Das ist krass. Also ich finde es mega geworden. Ich finde es total schön. Ich meine, wie gesagt, klar, ich sage immer so, das gehört zu einer Frau dazu. Die hat da die Kinder drin und klar, gibt es welche, die haben danach nichts und die meisten haben aber danach einfach irgendwelche Folgeerscheinungen. Das gehört dazu, das gehört zu mir. Kann man auch stolz, nein, kann man stolz auf sein. Das hat 2 tolle Kinder von mir gebracht und fertig, genauso ist es. Und ich finde es wirklich wieder schön. Gefällt es dir? Okay. Ja? Mit deinem Sling-Ding? Nee, da hast du keinen Problem, oder? Bleibst du nicht dran hängen? Nein. Ja, ich denke, ich war in einem Stadtteil, da war auch so eine Tochter hat da gesungen und dann war so eine Aufführung auch von so einer Sling-Irgendwas-Tante. Also, wie sagt man dazu? Swingerin? Swingerclub? Nein, also. Du gehst in den Swingerclub, nein. Was ist denn Swingerclub? Na, wie heißt das mit diesen Dingern? Und ich meine, Aerial-Kurse, Aerial. Aber mit den Bändern, wie heißen die Bänder? Silks. Silks? Ja. Silks, das ist ja wie Swingen. Das swingst du dann nach irgendwo. Okay, und dann habe ich zum Beispiel mit Nina gesagt, ich weiß, die Sandra macht das auch, die kennt ja deine Videos auch. Du kannst es auch ganz gut. Machst du es mit diesen Silks auch? Ja. Lässt du dich auch so teilweise so mehrfach drehen? Und, ja, aber du musst ja den Knoten so machen, dass dann das bleibt dann von alleine eigentlich stehen. Erst am Dienstag habe ich einen gemacht. So, ja. Aber du musst dich dann vorher sichern, ja, oder? Nein, du wickelst dich so ein. Ja, ja, du musst dann wissen, wie. Natürlich. Und das hörst du von alleine, auch, bleibt es auch stehen oder musst du es irgendwo festhalten? Das manchmal ist. Halten, kommt auch von welchem du machst. Manchmal halten, manchmal hält es einfach so. Naja, wenn du es nicht richtig machst, dann knallt es halt runter. Ja. Und ich habe am Dienstag einen Spagat gemacht, also ich habe es aufgemacht in den Spagat hinein und dann gibst du die Füße zusammen und lass dich einfach runterfallen. Und wenn du halt nicht mit dir. Sie hat einen Instagram-Kanal, könnt ihr mal reinschauen. Wisst ihr mal, wie der heißt? Silkarina Fox. Silkarina Fox, also mit S wie das Silken, nicht. Ja, nicht die. Manche sagen Silke zu mir oder Kessel. Ja. Ja. Ja, gut, ja, also spannend. Aber auch im Spagat ist die nicht die Gefahr, dass man so Basch macht und dann reißt es dann. Ist doch, doch, du hast dich aber verletzt, oder? Hast du nicht einfach was gesehen? Ja, schon öfters. Nein, man muss halt aufpassen, wenn du dich fallen lässt, wenn du in die falsche Richtung fällst. Ja, also ich mach's nicht. Einfach ich mach's nicht. Ich bin so ein Höhenfreak. Ich springe aus dem Flugzeug, wenn alle kurz falsch gesprungen. Ich darf, ich mach's nicht mehr, meine Frau nicht gewohnt zu lassen. Aber ich habe einen Schirm, komplett alles daheim. Ich bin jetzt so überspringen. Und sowas, also Bungee, ich könnte mit so einem Hinstellen runterspringen. Ich habe, als ich so mit 8 habe ich angefangen, oder so mit 6, 7, 8, 8, habe ich mir zurückgenommen vom Bergsteigen, ja. Habe mir einen Baum gewickelt und bin vom Baum runtergesprungen. Und dann war alles blau, immer hier alles aufgeschifft, komplett von den Dingen, so bis 50 am Tag. Dann sind die erste teilweise gebrochen hinterher. Und ich habe schon immer ich bin wirklich Kamikaze gesprungen. Also mir wird das schon taugen, aber das Springen, dieser Kick einfach. Ja, das ist geil, oder? Alles cool. Wie gesagt, Silke, aber Männer sind sie nicht, oder? Ja, sicher. Echt? Komm mit. Okay. Hast du eigentlich noch mit? Ja, genau. Sie sind gleich im Krankenhaus. Papa hat sich den Arm gebrochen. Ja, nein, muss aufpassen. Muss ja was Geld verdienen. Danke mal fürs Kommen. Euch danke fürs Zuschauen. Das andere erkläre ich noch in 2 Sekunden. Und euch die Pflege, die weiß ich raus, wenn ich bei 30 Stück, wenn ihr mitkommt, in den Spray und Gel wie gewohnt. Du sprühst den oben um den Bauchnabel, um die Küchenrolle zu putzen. Keine Wattestapel. Nimmst dann unser Gel, Tropfen oben unten drauf, bewegst es und bist fertig.
Ackerfärben beim Friseur ist erlaubt, oder wenn ihr die Farbe nach vorne möchtet, ja, dann bitte nicht so aus, dass die hier runterläuft. Die ersten zwei Wochen aufpassen. Und Dampfbad zu Lager und Sonne schwimmen gehen, bitte zwei Wochen lassen. Und die Sonne legen darfst nicht, aber legt da sonst ein Käppi drauf. In der Prallsonne kriegt es schnell 70 Grad, dann ist es ziemlich beleidigt. Also auch wenn du keinen Sonnenbrand am Bauch kriegst, aber es ist ein bisschen brutal heiß, dann tut dir nicht gut. Ciao, meine Liebe. Euch danke fürs Zuschauen. Servus, wir sind dahin.